Von Afghanistan ins osthessische Bebra. In der Lehrwerkstatt des Baukonzerns Strabag arbeitet Said Rajabi neben rund 300 weiteren Auszubildenden. Der 23-Jährige macht dort seine Ausbildung zum Straßenbauer und bereitet sich gerade auf seine Abschlussprüfung im Dezember vor. Hier beim Strabag, Ausbilder und solche Leute, die sind sehr nett und die sind immer hilfsbereit. Wenn man Hilfe und so braucht, die helfen so schnell. Dabei war der Start ins Berufsleben in Deutschland alles andere als einfach. Der afghanische Migrant kam 2015 mit seinen Eltern mit gerade einmal 17 Jahren in die Bundesrepublik. Mit großem Ehrgeiz besuchte Said Sprachkurse und schaffte es, sich innerhalb kurzer Zeit zu integrieren. Ich habe in Afghanistan keine Schule besucht. Damals habe ich keine Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen. Und wie die Leute so Schule besuchen und meine Zukunft zu bauen einfach. Ja, war ich in Afghanistan, Anhalt verbiet, konnte ich nicht so schreiben, lesen, einfach gar nichts. Dann wir sind nach Iran geflüchtet. Dann habe ich im Iran 3 Jahre so Abendschule besucht. Das nur so, das kann man sagen, so Alphabetkurs war das. Nur ein bisschen lesen und solche Sachen kann. Ja, dann habe ich versucht, immer jeden Tag ein paar so von Kinderbüchern, soll ich sagen, das ist einfach die Schrift und so. Das habe ich gelernt. Und so, jetzt konnte ich so, vielleicht nicht perfekt, aber kann ich so gut schreiben auf meine Sprache und lesen und sprechen natürlich auch. Besonders um seine Verwandtschaft macht sich der Afghane aufgrund der angespannten Lage in seinem Heimatland große Sorgen. Vor allem um seinen Onkel, der seit rund 2 Wochen mit seinen 7 Kindern vermisst wird. Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Wir haben keine Nachrichten gehört. Haben Sie vielleicht in Nachrichten und so oder im Fernsehen geguckt? Vor 2 Wochen war ein Terroranschlag in Kabul, in der Nähe so Flughafen. Ja, diese amerikanischen Soldaten und viele Leute sind getötet. Das wissen wir nicht. Vielleicht mein Onkel ist dazwischen mit seinen Kindern und so. Das wissen wir nicht eigentlich. Rückhalt findet er bei seinen Kollegen und Ausbildern. Diesen kann er jederzeit seine Sorgen und Ängste anvertrauen. Auf 88.000 Quadratmetern haben die Auszubildenden aus über 28 Nationen die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben ihres Berufsfeldes zu erlernen. Jeder, der hier reinkommt, auch die Neuen, die hier reingekommen sind, die sehen ja, dass wir hier Multikulti sind. Wir sind ein riesengroßer Konzern. Die müssen einfach zusammenarbeiten und arbeiten auch zusammen. Die müssen sich danach nicht lieben, aber ordentlich miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen. Das leben wir denen vor und untereinander leben die das auch. Und wenn man das hört mit 28 Nationalitäten, die hier funktionieren, bleibt auch keiner, der damit ein Problem hat. Also die Leute, die hier sind, sind absolut offen und sagen, das macht mir Spaß und hier komme ich zu meinem Erfolg. Eins ist sicher. Said hat sich im Konzern gut eingelebt und lernt neben dem Handwerk sicherlich auch sehr viel fürs Leben. Osthessen News. Sehen, was bewegt.